Lachen ist gesund. Lachgas aber nicht. Fakt 1. Lachgas gibt einem ein gutes Gefühl. Man ist ganz kurz glücklich. Und zwar ungefähr 30 Sekunden. 30 Sekunden? Okay. Fakt 2. Trotzdem wird Lachgas von manchen Leuten genutzt. Zum Beispiel so. Mit einem Luftballon und einer Kapsel für die Sprühsahne. Da ist nämlich Lachgas drin. Und weil es ja nur 30 Sekunden wirkt, nehmen es Leute immer wieder. Und das ist echt gefährlich. Fakt 3. Durch Lachgas kann es zu richtigen Schäden im Gehirn kommen. Und manchmal funktionieren die Nervenbahnen dann nicht mehr richtig. Und man kann zum Beispiel seine Finger nicht mehr richtig bewegen. Oder hat sogar Lähmungen. Und manche hatten auch schon psychische Störungen, nachdem sie Lachgas eingeatmet haben. Fakt 4. Deshalb kommt man in den Niederlanden, in England und in Dänemark nicht mehr so einfach an Lachgas oder ist es sogar verboten. Es gibt aber eine Variante, die ist okay. Fakt 5. Lachgas verdünnt und kontrolliert. Ärzte und Ärztinnen setzen Lachgas nämlich zur Betäubung ein, denn es hat auch die Wirkung, dass man Schmerzen nicht so krass spürt. Also wird Lachgas zum Beispiel bei kleinen Zahnbehandlungen eingesetzt. Und jetzt noch der halbe Fakt. Lachgas ist ja eine chemische Verbindung und der chemische Name ist Distickstoffmonoxid. Ein kleiner Besserwisser-Fakt für euch. Und damit verabschiede ich mich und denkt dran, kommentieren, liken und abonnieren.